So, hier stehen wir nun neben der neuen Steuerung und der neuen Fernbedienung Multicontrol vor einer Fettabscheideanlage Typ Lipojet OAP oder ehemals Hydrojet OAE. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Vor- und Nachreinigung, die individuell eingestellt werden kann, je nachdem, wie der Kunde das letztendlich wünscht. Vorreinigung, was heißt Vorreinigung? Vorreinigung heißt, der HD-Kopf, also der Hochdrucksprühkopf, wird erst dann aktiviert, wenn ein gewisser Pegel in dem Abscheider erreicht wird, das sogenannte Absenkniveau, um zu verhindern, dass zu viel Fett in den Auslauf oder an die Deckel gespürt wird. Nachreinigung heißt, der Behälter wird gesenkt und anschließend die Innenbehälter oder die Innenwand des Behälters wird letztendlich gereinigt. Und diese Zeit kann ich individuell je nach Bedarf einstellen. Schauen wir uns das mal gemeinsam im Display an. So, wir öffnen nun die Schaltkastenblende. Und über diesen Drehregler können wir ganz einfach oder problemlos zu dem Menüpunkt Vorreinigung gelangen. Hier steht in diesem Fall jetzt 7 Minuten. Das ist genau, was für die Nenngröße letztendlich die Vorreinigungszeit ist. Wir können variabel einstellen, entweder reduzieren oder erhöhen. Gar kein Problem. Vorrangig erhöhen wir diesen Wert, wenn wir sagen, wir möchten den Fettabscheiderinhalt homogenisieren, das heißt zerkleinern, wenn ich irgendwelche Probleme habe bei der Entsorgung. Dann setze ich zum Beispiel diesen Wert auf 14 Minuten. Punkt Nachreinigung, auch hier ist werkseitig 11 Minuten eingestellt. Ich kann diesen Wert beliebig mit diesem Drehregler verändern. Wenn ich möchte, dass dieser Wert höher ist oder wenn ich das Ergebnis, das Reinigungsergebnis grundsätzlich von der Behälterinnenwand verbessern möchte, erhöhe ich diesen Wert. Und bestätige diesen Wert mit diesem Knopf. Anschließend wird die Blende wieder geschlossen. Und noch ein wichtiger Hinweis, dieser Wert oder das Reinigungsergebnis sollte bei der nächsten Entleerung vorzugsweise überprüft werden oder eben gegebenenfalls korrigiert werden.